Ich bin hier als Mitarbeiter von Greenpeace, Greenpeace Kronach in dem Fall. Wir sind ja eine kleine Gemeinde im Grenzbereich zu Tschechien. Und wir sind durchaus betroffen durch unsere Nähe zu diesem Atomkraftwerk. Für den Fall eines Unfalls dürften wir auch davon sehr schwer zu tun haben. Ja, mein Name ist Patrick Held. Ich bin Bewerber für die Spitzenkandidatur der Grünen. Aber ansonsten würde ich gerne für die Grünen im Bundestag was bewegen. Und ich bin einfach hier, weil, weil die Anhörung, wie dieses Atomkraftwerk erweitert werden soll, völlig unzureichend ist nach europäischen Bestimmungen, weil es eben über mehrere Jahrzehnte einen geplanten Ausbau gibt. Mhm. Ja. Das Atomkraftwerk bekannt ist für vielerlei Störfälle. Und man muss ganz klar sehen, wir sind hier nicht weit weg von der deutschen Grenze. Und das Hippokratische an der ganzen Geschichte ist, dass die Bundesregierung unter Philipp Rösler den Ausbau dieses Atomkraftwerkes unterstützt mit Bürgschaften. Und das kann einfach nicht sein. Wenn eine Bundesregierung wirklich überzeugt wäre vom Atomausstieg, dann würde sie nicht mit deutschen Steuergeldern den Ausbau von einem solchen unsicheren Schrottreaktor unterstützen. Ja, ich bin Daniel Arnold von den Nürnberger Grünen. Ich bin dort lokal aktiv und ansonsten setze ich mich persönlich bei den Grünen auch für die Energiewende ein. Und das hat mich auch bewogen, heute hierher zu kommen, weil dieser Atomreaktor, der so viel Strom produziert, behindert natürlich den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien, wenn er sich rechnen soll. Dieses Atomkraftwerk, wenn es bis 2080 läuft, wird Tschechien auf lange Sicht zum Weltexporteur von Strom machen. Bereits heute hat Tschechien pro Kopf den höchsten Stromexport aller Länder. Ja, und es ist natürlich wirklich auch tragisch, also für Deutschland, dass eben die erneuerbaren Energien so sozusagen beeinträchtigt werden in ihrem Ausbaupotenzial, weil die ganze Zeit hier noch so ein Schrottmeiler weiterläuft. Aber wir sind da soweit zumindest so pragmatisch, dass wir uns heute die ganze Geschichte mal anschauen werden, ja, uns die Propaganda der Industrie hier anschauen. Aber das wird natürlich nichts an der Tatsache ändern, dass bei der nächsten Möglichkeit wir wieder protestieren werden. Ja. Okay, Dankeschön.